Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Marco Neumann und heute werden wir einer ganz besonderen Einladung folgen. Du hast die Möglichkeit, die bevorstehende Nacht in einem Museum zu verbringen. Ein alter Freund arbeitet dort als Nachtwächter und hat dir angeboten, ihn zu besuchen. Du wirst die verschiedensten Orte wie eine Sternwarte, eine Abteilung für Vorgeschichte und eine wunderschöne Kunstausstellung entdecken. Ich wünsche dir einen tollen Schlaf. Mach es dir nun bequem. Bevor wir beginnen, lade ich dich zu einer kurzen Atemübung ein, um etwas zu entspannen. Atme in den Bauch ein und fülle den Oberkörper von unten nach oben, als ob du ein Gefäß mit Wasser füllen würdest. Halte den Atem oben an und spüre beim Ausatmen eine Welle der Entspannung von deinem Kopf bis zu deinen Zehen fließen. Nimm noch einmal tief Luft in den Bauch. Halte den Atem an der Spitze und atme aus, um die Spannung aus deinem Körper zu lösen. Nimm noch einen letzten tiefen Atemzug. Und lass beim Ausatmen völlig los. Spüre, wie der gesamte Körper vom Bett getragen wird. Spüre die Konturen des Körpers, seine Position. Spüre das Gewicht und die Dichte des Körpers. Spüre, wie der Körper sanft von der Schwerkraft in eine tiefere Entspannung gezogen wird. Jetzt ist deine Zeit für vollständige Ruhe. Erlaube dir, das Geschehene des Tages loszulassen. Deine einzige Aufgabe ist jetzt zu entspannen und deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Nun stehst du vor dem Museum. Sanfter Regen prasselt auf deinen Schirm. Atme die klare und kühle Abendluft ein. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Trotzdem kannst du das Museumsgebäude gut vor dir erkennen. Dein Blick schweift über das eindrucksvolle Gebäude. Die beleuchtete Fassade erinnert mit ihren Verzierungen an ein altes, herrschaftliches Schloss.
Die hohen Fenster sind durch zierliche Stuckarbeiten voneinander getrennt. Über dem Eingang befinden sich einige Statuen und Figuren. Am oberen Ende thront ein prunkvoller Kuppelbau und bildet somit ein eigenes oberes Stockwerk. Sechs fassadenhohe Säulen flankieren das große Eingangstor. Deine Lungen füllen sich noch einmal mit der regenfrischen Luft. Dann steigst du langsam die breite Treppe hinauf zum Eingang. Späte Besucher verlassen gerade das Museum und ein kleiner Junge hüpft ausgelassen neben dir die Stufen hinab, hinaus in den Sommerregen. Du lächelst ihm zu und schüttelst deinen Schirm aus, bevor du durch die große, hölzerne Eingangstüre eintrittst. Das Innere des Museums lässt dich sofort in eine andere Welt eintauchen. Prachtvolle Wandmalereien schmücken die hohe Eingangshalle. Große Durchgänge führen in die verschiedensten Ausstellungsräume. Du hast noch Zeit, bevor du deinen alten Freund triffst und kannst dich hier in aller Ruhe umsehen. Die Abteilung für Vorgeschichte scheint eine gute erste Wahl zu sein. Der Raum, den du betrittst, führt dich zurück in eine Zeit, in der unsere Vorfahren noch als Jäger und Sammler unterwegs waren. Langsam schlenderst du umher und betrachtest die Ausstellungsstücke. Speerspitzen und Höhlenmalereien sind hier zu sehen. An einer der Wände hängen die unterschiedlichsten Steinwerkzeuge. Du bewunderst, wie fein sie gearbeitet sind. Als du den nächsten Ausstellungssaal betrittst, erwartet dich eine lebensechte Figur eines Neandertalers. Unbeweglich sitzt er auf einem Stein mitten im Raum. Seinen Kopf auf eine Hand gestützt, wirkt er, als würde er über etwas nachdenken. Im letzten Ausstellungsraum konntest du bereits erfahren, dass schon damals einfachste Hütten gebaut wurden und man in kleineren Gruppen zusammengelebt hatte. Was er wohl zu erzählen hätte? Irgendwie scheint er gar nicht so anders zu sein als wir Menschen heute. Du schließt deine Augen und versuchst, dir in Gedanken ein Bild von seiner Welt zu malen. Wie hat dieser Urmensch wohl gelebt? Vielleicht an einem kleinen See? Stell dir vor, wie sich Enten auf dem Wasser tummeln und immer wieder zwischen dem meterhohen Schilf verschwinden. Auf der anderen Seite fällt die Böschung bis zum See hin flach ab.
einfach gebaute Hütten aus Ästen und getrocknetem Schilfgras stehen hier. In ihrer Mitte befindet sich eine Feuerstelle. Rauch steigt auf und verschwindet langsam im dunkelblauen Himmel. Zwei Männer sitzen dabei und legen neue Zweige in die Flammen. Im flachen Wasser spielen einige Kinder. Sie wirken fröhlich und ausgelassen. Direkt daneben knien zwei Frauen vor einem großen Stein. Mit gekonnten Bewegungen zermahlen sie darauf dir unbekannte dunkle Körner. Du beobachtest die Szene und dir kommt der Gedanke, dass diese frühe Zeit vielleicht auch ihre guten Seiten hatte. Ein einfaches Leben, beschränkt auf das Wesentlichste, inmitten der Natur. Als eines der Kinder zu weinen beginnt, erhebt sich eine der Frauen und nimmt es vorsichtig auf den Arm. Ihre Bewegungen wirken sicher und wohlüberlegt. Im Umgang mit dem Kleinkind strahlt sie Fürsorge und Zuneigung aus. Keine Spur eines wilden Menschen, nur reine Liebe und Trost. Du öffnest deine Augen von dieser kleinen Gedankenreise und setzt deinen Rundgang fort. Langsam schlenderst du weiter in den nächsten Raum. Bilder und Schautafeln zeigen, wie die Eiszeit das Leben unserer Vorfahren verändert hat. Du erfährst mehr über ihre ersten Siedlungen und Häuser, wie sie von Jägern zu Bauern und zu Händlern wurden. Dein Weg führt dich indessen in den nächsten Bereich des Museums. Die Aquariums- und Meeresausstellung. Hier gibt es viele kleine Aquarien und das erste, das deinen Blick fängt, ist mit unterschiedlichsten Meeresbewohnern belebt. Alle beleuchtet von kleinen versteckten Lichtern. Überall siehst du wunderschön dekorierte Korallen, weichen Sand auf dem Boden und kleine Bläschen, die ihren Weg nach oben suchen. Du siehst eine Gruppe von bunten Clownfischen, die um ihr Korallenhaus herumhuschen. Ihre lebendigen orangen und weißen Streifen heben sich vom blauen Hintergrund ab. Sie bewegen sich mit so viel Anmut und Eleganz. Die Seeanemonen wiegen sich sanft im Strom und schaffen eine faszinierende Darstellung von Farbe und Bewegung.
Du gehst an den anderen kleineren Becken vorbei, bis du schließlich auf ein riesiges, rundes Becken mit Quallen triffst. Sie sind in kühlen, blauen Tönen beleuchtet. Fluoreszierend schweben ihre runden Körper schwerelos im Wasser. Während sie pulsieren und treiben, erzeugen sie eine beruhigende und hypnotisierende Wirkung. Nimm dir einige Augenblicke Zeit, um die Schönheit dieser Kreaturen zu schätzen. Vielleicht fühlst du auch eine Art von Erstaunen vor der Vielfalt des Lebens in unseren Ozeanen. Oder bist einfach dankbar für die Gelegenheit, sie aus nächster Nähe zu beobachten. Inzwischen ist es still geworden um dich herum. Die letzten Besucher haben das Museum verlassen. Deine Runde in der Welt der Vorgeschichte ist beendet und du bist wieder in der Eingangshalle angekommen. Ein großes Schild verspricht eine Kunstausstellung verschiedener Maler. Doch ehe du dich auf den Weg machen kannst, triffst du auf deinen alten Freund. Er lädt dich ein, ihm in das obere Stockwerk zu folgen. Eine breite Treppe mit einem roten Läufer führt euch eine Etage höher, bevor ihr über eine elegante, schmiedeeiserne Wendeltreppe bis ganz nach oben steigt. Ein großer, runder Raum öffnet sich vor dir und du erkennst den Kuppelbau, den du bereits beim Betreten des Museums wahrgenommen hattest. In der Mitte beansprucht ein riesiges Teleskop den meisten Platz für sich. Verschiedene Aufnahmen, die einen Teil der Wände zieren, zeigen die unterschiedlichsten Sternenbilder und Planeten. Die Regenwolken haben sich verzogen, und so bekommst du die einmalige Gelegenheit, die heutige Vollmondnacht hautnah mitzuerleben. Mit einem Summen öffnet sich gemächlich das Tor in der Kuppel und enthüllt einen ungehinderten Blick auf den Sternenhimmel über dir. Stille der Nacht umfängt dich. Langsam gewöhnen sich deine Augen an die Dunkelheit. Vereinzelt durchziehen kleine graue Wolken den Himmel und verdichten sich am Horizont zu einer neuen Regenfront.
Doch im Moment taucht der helle Mond den Nachthimmel in ein magisches Licht. Beim Blick durch das Teleskop offenbart sich sein faszinierender Anblick. Sogar kleinste Krater und Erhebungen sind auf seiner Oberfläche erkennbar. Du lehnst dich zurück und nimmst seine kraftvolle Energie in dich auf. Inzwischen hat sich das satte Dunkel der Nacht über den gesamten Himmel gesenkt. Immer mehr leuchtende Punkte tauchen darin auf, wie funkelnde Diamanten, die am Firmament wahllos verteilt wurden. Manche größer, manche kleiner. Einige stehen alleine, andere haben sich zu Gruppen zusammengefunden. Mit etwas Hilfe kannst du so auch manches Sternenbild ausmachen. Eine Zeit lang sitzt du einfach nur da und genießt die Schönheit dieser malerischen Nacht. Deine Gedanken schweifen noch einmal zurück zum Sternenhimmel. Und vielleicht machst du dir auch bewusst, wie schon unsere Ahnen denselben Mond angesehen haben. Eine tiefe Verbundenheit breitet sich in dir aus. Langsam, aber unnachgiebig ziehen die Regenwolken näher. Immer mehr der funkelnden Lichter verschwinden dahinter, als wollten sie sich verstecken. Erste feine Regentropfen finden ihren Weg auf die Erde. Nachdem das Tor zum Himmel wieder fest verschlossen ist, steigt ihr zurück hinab in die Hallen des Museums. Du darfst dich noch alleine umsehen und so lange bleiben, wie du möchtest. Das große Schild von vorhin erregt wieder deine Aufmerksamkeit. Du folgst den Wegweisern zur Kunstausstellung und landest im ehemaligen Innenhof des Gebäudes. Ein Kreuzgang mit weißen Bögen umfasst den gesamten Platz. Ein Glasdach schützt den Hof vor der Außenwelt. Inzwischen hat sich die Dunkelheit völlig über das Museum gesenkt. Kleine, versteckte Lampen beleuchten die einzelnen Kunstwerke und tauchen den ganzen Innenhof in ein angenehm warmes Licht. Gemütlich schlenderst du herum und bestaunst die kunstvollen Bilder. Jedes Gemälde erzählt seine eigene Geschichte.
Der Regen hat wieder eingesetzt und prasselt beständig auf das Glasdach, während du von einem Kunstwerk zum nächsten wanderst. Die Stille des Museums umfängt dich. Es ist eine behagliche und friedliche Atmosphäre. Ein ganz besonderes Bild zieht dich in seinen Bann. Es ist die Darstellung eines einfachen Dorflebens. Mit kleinen Häusern, einem Fluss und einer Wassermühle. Du nimmst auf der kleinen Bank Platz, die unter einem der Innenhofbögen steht, und lehnst dich an die kühle Säule neben dir. Das sanfte Prasseln des Regens auf dem Dach wirkt beruhigend und macht dich etwas schläfrig. Deine müden Augen erforschen das Gemälde vor dir. Es scheint fast, als würde sich die Wassermühle beginnen zu drehen. Nach und nach erfasst du immer mehr Details, bis du gedanklich in diese ruhige Landszene eintauchst. Du siehst die üppig saftige Wiese sich vor dir erstrecken. Sie reicht bis zum Horizont, wo sie sanft in eine immer steiler werdende Berglandschaft übergeht. Ein lauer Wind streift darüber hinweg und trägt den süßen Duft von Frühlingsblumen und frischem Gras in deine Nase. Der Weg, auf dem du dich befindest, führt in ein nahegelegenes Dorf. Du kannst den Kirchturm gut erkennen. Majestätisch ragt er über die Dächer der umliegenden Häuser in den blauen Himmel auf. Die Zweige der Bäume wiegen sich sanft im warmen Wind. Ihre noch jungen Blüten strahlen in hellem Rosa und weißen Farben. Durch den süßlichen Duft angelockt, erfüllt das Summen unzähliger Insekten die Luft. Trotzdem erweckt ein ganz anderes Geräusch deine Aufmerksamkeit. Ein eindringliches Rauschen dringt an deine Ohren. Einige Schritte den Weg hinauf wird es langsam lauter. Ein größeres Gebäude taucht vor dir auf. Im vorderen Teil befinden sich offensichtlich die Wohnräume. Er ist etwas niedriger als der Rest. Ein sauber gepflegtes Reetdach und weiße Vorhänge an den kleinen Fenstern geben ihm ein gemütliches Aussehen. Direkt dahinter
schließt das Dach eines höheren Teils an. Ein Wetterhahn prangt stolz auf dem vordersten Rand des Daches. Auf der linken Seite folgt noch ein angebauter Schuppen. Davor kannst du einen liebevoll angelegten Garten ausmachen. Verschiedenste Gemüsesorten und Kräuter wetteifern hier darum, die warmen Sonnenstrahlen einzufangen. Erst als du nach einigen Schritten um die Ecke kommst, findest du die Erklärung für dieses gleichmäßige Rauschen. Der vorbeifließende Bach wird am oberen Ende des Grundstücks abgezweigt und rinnt über ein großes, hölzernes Wasserrad. Du stehst tatsächlich vor einer wunderschönen und sehr charmanten Wassermühle. Du lässt dich am Rand des Baches nieder und beobachtest, wie das Wasser sich seinen Weg über das ächzende Rad bahnt. Dort, wo es wieder herausschießt, glänzen unzählige Wassertropfen, die sich in der Luft verteilen. Sie funkeln in allen Regenbogenfarben in der warmen Mittagssonne, ehe sie sich von neuem mit dem restlichen Wasser vereinen und in den Bach zurückkehren. Du lässt dich langsam in das weiche Gras zurückfallen und genießt die Frühlingswärme auf deiner Haut. Vom Dorf her dringt leise, unbekümmertes Kinderlachen. Du entspannst dich. Das stetige Geräusch des Wasserrades versetzt dich in eine tiefe Ruhe. Deine Muskeln lockern sich. Mit jedem Atemzug nimmst du die friedliche Stimmung in dich auf. Zufrieden schließt du deine Augen und lässt dich immer mehr fallen. Langsam geht das Rauschen des Wassers in das beruhigende Prasseln des Regens über.
Noch immer angelehnt an die Säule sitzt du mit geschlossenen Augen da und genießt die angenehme Ruhe im Museum. Schläfrig hörst du dem gleichmäßigen Geräusch des Regens auf dem Glasdach zu. Eine tiefe Ruhe breitet sich aus. Eine Ruhe, die vielleicht auch mit Wärme verbunden ist. Spüre, wie eine warme Energie durch deinen rechten Daumen strömt, durch deinen zweiten Finger, den dritten Finger, den vierten Finger und den fünften Finger. Fühle, wie die Wärme deine rechte Handfläche, deinen Handrücken und deine gesamte rechte Hand durchdringt. Folge der angenehmen Wärme durch dein rechtes Handgelenk, deinen rechten Unterarm, deinen Ellbogen, deinen Oberarm, bis zur rechten Schulter. Spüre, wie sich die Wärme zu deinem rechten Brustkorb, deiner rechten Hüfte, deinem rechten Oberschenkel und deinem rechten Knie ausbreitet. Lass die Wärme weiter fließen durch deinen Unterschenkel, die Ferse deines rechten Fußes, die Fußsohle, die Oberseite des Fußes, den rechten großen Zeh, den zweiten Zeh, den dritten Zeh, den vierten Zeh und den fünften Zeh. Fühle nun, wie diese warme, angenehme Energie deinen gesamten Kopf durchströmt. Spüre, wie sich die Wärme auf deinem Scheitel, der rechten Seite deines Kopfes, der linken Seite deines Kopfes, deiner Stirn, deinen Augenbrauen, deinen Augenlidern, deinen Augäpfeln, deiner Nase, deinen Wangen,
Ohren. Deinen Lippen. Deinen Zähnen. Deinem Zahnfleisch. Deinem Mundboden, deiner Zunge, deinem Kiefer, deiner Kehle, deiner Brust. Deinem Bauch ausbreitet. Dein gesamter Körper wird durchströmt von Wärme und Schwere. Sinke immer tiefer. Tiefer in deinen erholsamen Schlaf. Immer weiter und weiter nach unten. Die Geräusche verweben sich zu einem sanften Rauschen. Es erlaubt dir, immer mehr zu gleiten. Deine Muskeln sind schwer und gelöst. Alles ist warm und gelockert. Dein langer und erholsamer Schlaf erwartet dich.